Hi-ho, Leute, und willkommen zurück in der wunderbaren Welt von The Elder Scrolls Online. Ist ja so schön, ist die Welt hier ja zwar nicht, aber egal. Wir sind hier wieder in der Lava-Umgebung rund um Aldrun. Ja, ich habe mir ein bisschen die Freiheit genommen und bin mal offscreen, außerhalb der Aufnahme, was offscreen bedeutet, aber egal, hingelaufen. Damit wir den ganzen Weg, weil das ist wirklich ein weiter Weg, wir müssen auf der Karte mal angucken. Es ist ein elendig weiter Weg. Wir waren hier unten auf der Insel, also wirklich hier an der südlichsten Spitze, also in der Stadt Vivek. Und was ist hier? Aha, okay, was? Okay. Ja, die Stadtbeschreibung ist auch ganz nett. Okay, und hier oben liegt quasi wieder unsere Quest in Aldrun. Das Lagerfeuer haben wir noch nicht entdeckt, alles klar? Lagerfeuer entdecken, kann man denn... Okay. Ist okay. Wir müssen da hoch und mit der lieben Serin sprechen. Warum steht da nicht sprechen mit Serin, sondern kehre nur nach Aldrun zurück? Sind die hier nicht feindlich? Arschländerwache. Nee, die sind also nicht feindlich. Aldrun entdeckt. Achso, das ist ja nicht dieses Dorf von dem einen komischen Dulli, sondern das ist die Hauptstadt der Arschländer. Hier waren wir ja noch nicht mal. Okay, also wir waren hier schon, aber haben nur von der Klippe quasi runtergeguckt. Serin, hi! Fremdländerin, rasch, hier lang! Ich bin doch da. Seit unserer letzten Unterhaltung habe ich über den Anspruch meines Bruders auf den Titel des Nerevarine nachgedacht. Ganz gleich, wie sehr ich es auch versuche. Das Wort rollt mir einfach nicht von der Zunge. Und jetzt fürchte ich, dass er die Weissagerin am Ende davon überzeugt, dass sein Streben nach Macht den Stämmen nützen könnte. Ja, und wie kann ich euch jetzt helfen? Mein Bruder wird geachtet und verehrt. Er hat Verbündete in allen Stämmen, seine persönlichen Freunde vom Rotexil nicht einmal mitgerechnet. Wir müssen vorsichtig vorgehen und die Sitten und Gebräuche der Aschländer dabei respektieren. Alles andere wird nur in Gewalt und Blutvergießen münden. Also Klartext, was machen wir jetzt genau? Wir reden mit meinem Bruder. Wir überzeugen ihn davon, dass dieser Weg nirgendwo hinführt. Gelingt uns das nicht, sorgen wir wenigstens dafür, dass die Weissagerin nicht in diesen Wahnsinn hineingezogen wird. Was immer Chodala auch sagt oder tut, greift ihn nicht an. Es darf keinen Krieg zwischen den Häusern und den Aschländern geben. Okay, ich folge eurem Beispiel. Geht vor. Hütte der Wahrsagerin Devrossi. Nee, Dovrossi. Dovrossi. Die Weissagerin. Ich hatte gehofft, sie wäre hier. Du kommst zu spät, liebe Schwester. Trotz deines Einspruchs ist die Weissagerin in die Höhle der Fleischgewordenen gegangen, um einen Anspruch zu bestätigen. Bruder, willst du wirklich diesem gefährlichen Kurs folgen? Es gab eine Zeit, als du mich bedingungslos unterstützt hast, Serin. Ich vermisse diese Tage. Stehen bleiben hier. Lässt sich nicht stoppen. Das war der Stab, den wir bräuchten. Wir sind ein Assassine. Okay, das wäre sehr auffällig gewesen, wenn wir den jetzt hier abgemuckt hätten. Und ich glaube, Serin hätte auch was dagegen gehabt. Das ist jetzt mein Thron. Wie krass sie da drauf sitzt. Auch schön. Serin. Mein Bruder Chodala steht kurz davor, etwas Törichtes und Gefährliches zu tun. Aber beim Anbruch des Morgens wie des Abends. Azura hat uns beide aus einem Grund auf denselben Pfad geschickt. Ich hoffe nur, wir haben genug Zeit. Ja, aber was wird Chodala tun? Er wird Anspruch auf den Titel des Nerevarine erheben und versuchen, die hier versammelten Aschländerstämme zu vereinen. Das Rotexil hat er schon überzeugt, ihn zu unterstützen. Das nutzt er, um die anderen Stämme einzuschüchtern. Wenn er die Weissagerin auf seine Seite ziehen kann... Aha. Erzählt mir von der Weissagerin. Die Weissagerin Dovrossi ist das am höchsten geachtete Ratsmitglied und Geistermedium diesseits des Roten Bergs. Sie ist in die Kaverne der Fleischgewordenen gegangen, um über Chodalas Anspruch zu meditieren. Falls sie die Behauptung meines Bruders stützt, werden die Stämme ihm folgen, wohin er sie auch führt. Okay, da müssen wir auf jeden Fall mit der Weissagerin sprechen und sie von unserer Seite des Tuns hier überzeugen. Einverstanden. Aber ich wage es nicht, Chodala mit den Stämmen allein zu lassen. Ich spüre das Wirken Azuras in dieser ganzen Sache. Reist zur Kaverne der Fleischgewordenen und sprecht mit der Weissagerin. Ich bleibe hier und werde versuchen, alles unter Kontrolle zu halten, bis ihr zurückkehrt. Okay, ich vertraue dir, Serin. Enttäusch mich nicht. Okay, dann brechen wir zur Kaverne der Fleischgewordenen auf. Die Kaverne liegt nordöstlich von Aldrun, auf der anderen Seite des Berges.
Hoffentlich machen euch das Beben und die Lava den Weg nicht allzu schwer. Reist zur Kaverne und sprecht mit der Weissagerin. Wenn sie Chodalas Anspruch auf die Rolle des Nerevarine bestätigt. Was ist jetzt genau die Kaverne der Fleischgewordenen? Was ist das für ein Ort? Mein Bruder ist nicht der Erste, der glaubt, er sei der wiedergekehrte Nereva. Alle vorherigen Fleischgewordenen ruhen in der Kaverne. Eine Statue Azuras wacht über jene, die auf die Ankunft des wahren Nerevarine warten. Okay, das werden wir verhindern, dass dein Bruder zu so einem hohen Titel aufgerufen wird. Okay, wir gehen da jetzt einfach mal hin und gucken uns diesen wohl sehr eigenartigen Ort an. Werden wir mit der Weißsagerin hier sprechen. Leb wohl, Serin. Aldrun. So, wo ist das? Kohlenfikade. Wie weit ist das denn bitte wieder mal weg? Alter! Okay. Da ist sehr viel Wildnis dazwischen, kann das sein? Okay, wir werden jetzt gleich mal eine kleine Safari-Tour unternehmen müssen. Das sieht auf jeden Fall so aus. Da ist kein Weg hin. Aber nur für den Fall der Fälle. Stellt sicher, dass das Rotexil bereit ist. Euer Wort ist Gesetz, Nerevarine. Stellt sicher, dass das Rotexil bereit ist? Was? Das ist ja die öffentlichste Drohung, die es gibt. Einfach am Marktplatz so. Knapp heimlich. Was spannen die eigentlich? Was ist das für eine Haut? Das würde mich mal interessieren. Nicht so großes gesehen, was so eine Haut spannen könnte. Okay, wir müssen da hinten hoch. Kommen wir denn da hinten durch oder muss ich hier komplett außen rum gehen? Nee, wir kommen hier durch, glaube ich. Glaube ich. Oder nicht? Nee, sieht nicht gut aus. Doch. Geil. Okay. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, hier lang zu gehen. Alter, wie das hier aussieht. Was ist... Ist das eine gute Idee, hier zu laufen? Worin stehe ich hier? Das ist doch Alpha-Boden. Der Boden hier ist doch nicht... Der Boden hier ist doch nicht fertig. Und worin knie... Ich stehe ja nicht mal im Boden. Okay, dieser Boden hier ist komisch. Ich weiß nicht. Der sieht so... Warum hat der Boden keine Textur? Was ist mit dem Boden los? Wir stehen im Boden. Das ist uncool. Ich glaube, hier müssen sie noch ein bisschen Bugfixes betreiben. Ich sehe, wurde gerade dunkel. Hä? Was? Die auch gerade... Worin gehen wir hier? Ist das Treibsand? Soll das? Ist das Asche? Soll das hier so sein? Dass das... Oder ist das gerade ein Alpha-Fehler? Weil das Spiel so neu ist gerade. Oder ist das wirklich Asche und soll so sein? Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Und dann dürfte das hier nicht sein. Hier ist es auch nicht. Okay, ich glaube, wir gehen außen rum. Das ist mir alles zu buggy hier gerade. Es könnte sein, dass das hier Asche ist oder dass das einfach nicht geladener Boden ist, was ich sehr buggy finde. Wir werden einfach mal ausruhen gehen. Auch schön, das mal zu sehen. Okay, wir sinken gerade irgendwo ein. Hallo, nein, nicht einsinken. Okay, komme ich denn wieder raus oder? Ja, komme ich. Nee, aber ich glaube trotzdem, dass das Asche ist. Warum lädt hier der... Oder ist das wirklich Boden, der gerade... Warum laden die Texturen nicht? Hä, hier waren noch gerade... Okay, wir beachten es einfach nicht, dass der Boden gerade keine Textur hat. Ich weiß, das soll nicht so sein. Hä, was ist das denn hier? Kann es sein, dass das Spiel gerade ein bisschen buggy ist? Ich glaube, ja. Wir werden einfach mal weitergehen und das nicht beachten. Okay. Alter, wie tief wir einfach drin... Bis zu den Knöcheln sind wir drin. Okay, wir werden einfach mal weitergehen und das nicht beachten. Wir haben das nicht gesehen. Die ist nirgends der Boden geladen. Okay, das sind uns tot. Nee, hä? Warum habe ich keinen Fallschirm bekommen? Okay, ich werde einfach mal nicht beachten, dass wir haben hier wirklich keine Textur. Komisch, komisch. Leute, ich werde hier mal einen kurzen Cut machen und mal das Spiel neu starten, denn das hier ist ein bisschen mir komisch, ein bisschen subtil. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Kurz, oh, hier sind wir wieder. Mit dem Kampf. Okay. Ich bin nochmal ausgestiegen aus dem Spiel und habe mich mal wieder neu eingeloggt und schon war quasi der Grafikbug behoben. Und ja. Warum starten wir mitten im Kampf? Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Okay, ich kann nochmal auf der Karte zeigen. Wir sind ja letztens, also letztens, was sag ich denn hier, vor dem kleinen Cut hier unten gewesen. Dann habe ich auch nochmal gestartet, wieder, wo alles wieder normalisiert war und dann sind wir hier hochgelaufen durch dieses Ödland. Da ist nicht wirklich viel passiert, deswegen habe ich das jetzt einfach mal spontan entschieden, dass ich das rauscutte. Also, wir machen jetzt hier mal einen kurzen Cut, das hat ungefähr in etwa 20 Minuten gedauert, hier wirklich komplett einmal rumzulaufen. Wir wurden wirklich am Strand entlang gelaufen müssen, denn hier ist alles, das ist zu, das geht nicht, hier kannst du nicht gehen.
Das ist wirklich Land, wo du nicht reisen kannst. Es sei denn, du bist ein Flugsaurier. Und jetzt sind wir hier kurz vor der Quest. Wir müssen die Weissagerin retten. Die wird von irgendwas angegriffen, wie es aussieht. Ich weiß noch nicht von was. Von... Okay. Die wird auf jeden Fall angegriffen. Okay. Leute. So geht das aber gar nicht. So geht das aber gar nicht. So. Warum sollte man die Weissagerin angreifen? Ich dachte, die ist so ein mega hohes Tier. Ich weiß es nicht. So, der eine ist down. Sehr schön. Hätte ich mal jetzt mal ein Ulti, das wäre so easy gewesen, aber ich krieg das auch so voll easy hin. Also nehmen wir. Und schau. Nein. Aus. Rang 12 bei schwerer Rüstung. Geil. Und schau. Was? Abgeschlossen. Rette die Weissagerin. Sprecht mit der Weissagerin. Vielen Dank für eure Unterstützung. Doch ich spüre, ihr kamt aus einem anderen Grund. Oh ja, wir haben Fragen. Wir uns in der Kaverne. Ja, gehen wir in die Kaverne der Fleisch geworden. Wie war die hier allein? Die kann doch nicht durch dieses ganze Ödland voller dieser bösen, zerstörerischen Kreaturen alleine gewandert sein. Das geht doch nicht. Die ist doch nicht bewaffnet, sonst hätte die doch irgendwie Widerstand gezeigt. Aber das hat sie nicht. Wie kann die durch diese Lande ziehen, alleine, ohne Beschützer? Ohne eine Garde, die sie beschützt oder Wachen oder irgendwas? Ich meine, wenn sie die super wichtige Weissagerin dieser Stämme ist, warum beschützt man die nicht? Es muss sicher einen anderen Weg geben. Nein, meine Herren, natürlich nicht. Ich werde tun, was ihr wünscht. Kommt her, Fremdländerin. Wir müssen reden. Ja, gleich, aber ich finde diese Höhle verdammt hübsch. Diesen Lichtschein, was hier durch die Decke dringt. Die Statue sieht ein bisschen Buddha-like aus, kann das sein? Da habt ihr euch ein bisschen inspirieren lassen. Weissagerin Dovrosi. Es fühlt sich seltsam an einem derart heiligen Ort mit einer Fremdländerin zu sprechen. Doch die Königin des Nachthimmels besteht darauf. Ich muss in einer wichtigen Sache ein Urteil fällen. Und sie meint, ihr könntet mir helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Es geht um Chodala und den Nera... Das ist unglaublich, ne? Nerevarine. Oder? Ich habe das richtig ausgesprochen, oder? Meine liebe Weissagerin, ich kann's doch. Worte der Wahrheit aus dem Mund einer Fremdländerin. Bemerkenswert. Danke. Das Rote Exil und einige wenige andere glauben, Chodala wäre der Nerevarine. Sie hat er überzeugt, aber mich nicht. Ich kam hierher, um meine Möglichkeiten abzuwägen. Ich fürchte ein Blutbad, wenn ich mich seinem Anspruch entgegenstelle. Gibt es keinen Weg, um zu beweisen, dass er nicht der Nerevarine ist? Vielleicht, aber ich darf mich nicht auf eine Seite schlagen. Wenn jemand die Schwächen an Chodalas Behauptung enthüllt, indem man ihn mit den gescheiterten Fleischgewordenen vergleicht, könnte das diese Wirkung haben. Die gescheiterten Fleischgewordenen? Wer ist das denn diesmal? Wir dachten, die Fleischgewordenen wären vom Geist Nereva besessen. Doch jeder hatte einen entscheidenden Fehler, der dafür sorgte, dass er die Prophezeiung nicht erfüllen konnte. Ihre Geister hausen nun hier. Ja, ihr solltet mit den Fleischgewordenen sprechen. Jetzt verstehe ich Azuras Weisheit. Okay, dann sprechen wir wohl mit diesen Geistern der Fleischgewordenen. Nehmt diesen Beutel mit gesegnetem Grabstaub. Streut eine Prise davon auf die Gebeine der Fleischgewordenen, um ihre Geister herbeizurufen. Kehrt nach Aaldrun zurück, nachdem ihr so viel wie möglich erfahren habt. Vielleicht können wir Chodalas Ehrgeiz im Zaum halten, ehe er uns in einen Krieg führt. Oh, das hoffe ich doch, meine Liebe. Okay, dann werden wir mal unseren Wegen ziehen. Wir müssen erfahren, Ui. Wie man Chodala besiegt, Fremdländer. Ach du Scheiße. Zu, was die gescheiterten Fleisch geworden. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hi. Der Nerevarine bleibt eine unerfüllte Verheißung. Und ich habe mich genauso der hochmütigen Prahlerei schuldig gemacht, wie alle anderen gescheiterten Fleischgewordenen in diesen Hallen. Stellt mir eure Frage und bringen wir es hinter uns, Fremdländerin. Was setzte eurem Streben, der Nerevarine zu werden, ein Ende? Der Nerevarine darf nicht nur predigen, sondern er muss auch zuhören. Ich weigerte mich, einen weisen Rat anzunehmen, was zum Untergang meines Stammes und dem Ende meines Strebens führte,
den Geist von Nereva verkörpern zu wollen. Nehmt meine Schriftrolle und erinnert die Weissagerin daran, dass es ignorant ist, Weisheit zu ignorieren. Das ist ein sehr philosophischer Satz, aber wir werden auf jeden Fall daran denken. Mein lieber, fleischgewordener Danaat. Du darfst wieder sterben. Bleibt jetzt hier stehen? Nein. Okay, der Leichnam bleibt trotzdem hier. Das macht natürlich Sinn. Okay, dann werden wir jetzt alle Leichname mal abklappern. Den Schild will ich nicht. Ich will den Leichnam. Hallo, nein, nicht Schild. Hi, Ranzo. Wir sind die gescheiterten Fleischgewordenen. Jene Aschländer, die sich zum Nereva Rina ausriefen. Nur, um sich dann als mangelhaft zu erweisen. Die Fürstin von Morgen- und Abenddämmerung hat uns gedrängt, mit euch zusammenzuarbeiten. Also, stellt eure Frage, Fremdländerin. Okay, welcher Makel führte dazu, dass ihr an der Erfüllung der Prophezeiung gescheitert seid? Nehmt meine Schriftrolle und helft der Weissagerin dabei, ungezügelte Macht als die Lüge zu erkennen, die sie ist. Ich hielt mich selbst für den wiedergeborenen Nereva, denn ich war der stärkste und mächtigste Krieger im ganzen Land. Doch Macht allein wird mein Volk nicht retten. Am Ende konnte sie nicht einmal mich selbst retten. Schöner Abschluss, mein Lieber. Okay, alles klar. Dann fehlt jetzt nur noch der fleischgewordene Aduri. Das scheint hier drüben zu sein. Hi. Einst war ich die Hoffnung meines Volks, doch dann erwies sich mein Anspruch als falsch. Jetzt warte und hoffe ich auf die Rückkehr des Nerevarine. Stellt eure Frage, Fremdländerin, und ich werde tun, worauf Azura drängt. Okay, sie haben entschieden, dass ihr nicht der Nerevarine seid. Aber warum? Um die Prophezeiung zu erfüllen, bin ich einem Pfad des Blutes und des Krieges gefolgt. Am Ende wurde mein Pfad zu einem Weg ins Nirgendwo und ich stürzte von meinem hohen Ross. Nehmt meine Schriftrolle und helft der Weissagerin dabei, die Nutzlosigkeit eines sinnlosen Krieges zu erkennen. Och, das ist nicht schwer. Ein Krieg, meisten Kriege sind sinnlos. Das ist nicht schwer, das zu erkennen. Leb wohl, meine liebe Aduri. Sterbliche, lasst uns reden. Azura? Hatte von Azura. Ich habe eure Nützlichkeit schon vorhergesehen, ehe ihr auch nur einen Fuß nach Wadenfell gesetzt hattet. Nun kommt eine Prüfung, die eure Fähigkeit auf die Probe stellen wird, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Ihr müsst die Stämme überzeugen, dass Chodala nicht der Nerevarine ist. Ich habe Zwiesprache mit den Fleischgewordenen gehalten, wie die Weissagerin es befohlen hatte. Dorfrosis Weisheit überstrahlt die der meisten anderen Sterblichen. Sie erkennt die Zwecklosigkeit von Chodalas Anspruch. Doch wenn sie ihn zurückweist, werden sich die Stämme gegeneinander wenden und es wird Blut fließen. Der Stab, Sunara. Er macht Chodala selbstsicher und waghalsig. Der Stab ist auch die Quelle von Chodalas Macht. Eure Instinkte leisten euch gute Dienste. Chodalas Pfad hat sich der Finsternis zugewandt. Doch mein Blick trübt sich, wenn ich zu genau hinschaue. Sotasil schuf Sunara, doch nicht zu solch verwerflichen Zwecken. Ihr müsst in meinem und Viveks Namen handeln. Okay, ich tue, was ihr wünscht, Azura. Dann geht. Kehrt nach Aaldrun zurück und helft der Weissagerin, die Falschheit von Chodalas Anspruch zu offenbaren. Und lasst euch von Serin helfen. Sie ist meine Vorkämpferin und eine vertrauenswürdige Freundin aller Aschländer. Och, okay. Was ist das mit Serin? Die kam mir ja schon so suspekt vor. Also, hat sie auch Kontakt zu Azura? Aber wie beweise ich, dass Chodala nicht der Nerevarine ist? Nutzt das, was die Fleischgewordenen euch anvertraut haben. Ihr Scheitern deutet auf die Dinge hin, die Chodalas Untergang sein könnten. Doch seid auf der Hut vor Chodalas Kräften.
Er mag nicht der Nerevarine sein, aber irgendeine größere Macht hat seiner Überzeugung Stärke verliehen. Aber, liebe große Dedra-Göttin Azura, warum offenbart ihr nicht einfach den Arschländern die Wahrheit? Ihr könnt doch anscheinend mit anderen Sterblichen reden, wie ihr gerade mit mir redet. Aufgrund eines uralten Pakts darf ich mich nicht in die Belange Nirns einmischen. Selbst dieses beiläufige Gespräch geht an die Grenzen eben jener Vereinbarung. Stattdessen muss ich durch vertrauenswürdige Handlanger wie euch und Serin arbeiten. Ich verstehe. Warum helft ihr Vivek? Ich dachte, ihr und das Tribunal wärt Feinde. Diesem arroganten Betrüger helfen? Wie seid ihr nur auf die Idee gekommen, dass ich diesem Mörder helfen würde? Wardenfell muss Bestand haben. Alles, was ich in dieser Angelegenheit tue, dient allein diesem Ziel. Vergesst das nie, Sterbliche. Okay, alles klar, lieber Azura. Dann verabschieden wir uns und ich werde jetzt zurückkehren zu unserer lieben Nerin. Das ist ein ewiger Wächter. Das ist nicht nur ein wilder Wächter, das ist schon der umgeskillte, der ewige Wächter, der ewig da bleibt. Geil. Hübsch. Da hast du gut gelevelt, mein lieber Level 15er. Und Level 15er finde ich gut. Okay, aber Leute, wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge mit der lieben Serin sprechen. Und wahrscheinlich werde ich auch die ein oder andere Explore-Folge mit Herzi dazwischen schieben, denn ich habe da schon meine ein oder andere Nachricht bekommen, dass Herzi gleich, vielleicht sogar schon in der nächsten Folge mal wieder dabei sein wird. Mal gucken. Also könnt ihr auch bald auf die nächsten Explore-Folgen freuen. Wo wir auch ein bisschen mehr kämpfen, exploren und so weiter. Denn in den Story-Folgen geht es grundsätzlich hauptsächlich um die Story und nicht um das ganze andere Zeugs. Doch das werden wir in den Explore-Folgen natürlich nachholen. So, lasst auf jeden Fall die konstruktive Kritik und ein paar nette Kommis da. Und ja, dann verbleibe ich mit einem Ray und sag ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Bis morgen um 14 Uhr, wenn es wieder heißt The Elder Scrolls Online. Lasst eine Bewertung da. Tschüss.